willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land 1.4. So, ich fahre jetzt mal schnell, wenn es klappt, zum Händler. Lass ein Gutachten machen, was der Hacker noch wert ist. Ich komme doch nicht bei ihm vorbei, glaube ich. Ja, und dann schauen wir nach. Ja, und Blaubeer. Hallo, ja. Herr Blaubeer. Ich hatte eine SMS, dass Sie versucht haben, mich anzurufen. Ja, richtig. Ich wollte Ihnen eigentlich nur Bescheid sagen, dass ich Ihnen 21.700 vom Aldi überwiesen habe. Ah ja, okay. 21.7. Richtig. Gut, haben Sie sich jetzt schon was abgezogen oder nicht? Nein. Okay. Gut, dann machen wir das eben. Das machen wir das nächste Mal mit einer Lieferung. Richtig. Gut, danke Ihnen. Danke auch. Ciao. Tschüss. 21.700. Boah. Da kamen wir aber kurz mal in Schlingern hier. Wie geht's? Was ich dann eigentlich mal machen könnte, ist die Metzgerei zu befüllen. Da müsste ich ja ein paar Paletten und Zeug hinbringen. Und ich weiß aber gerade gar nicht was. Ich glaube Karton und Leerpaletten. Muss ich dann nochmal gucken. Was das genau war. Ich glaube, das war eher ein Umweg, den ich jetzt gefahren bin. Oh, da stehen sie und machen Fotos, ey. Die Ratten. Im hohen Gras stehen sie und blitzen. So, warte mal, der hat gesagt, der steht irgendwo hier. Hat er zwei Felder in Bearbeitung. Ich sehe den aber nirgends. Keiner zu sehen.
von dem Traktor, von dem Drescher gerne, das ist mir egal. Okay. Ich bekomme aber von Ihnen noch 7500. 7500 für was? Für die Standgebühren. Er stand jetzt. Moin. Moin, Volker. Hi. Ach, ihr wartet auch auf den? Ja, nee, wir haben uns von dem JD getrennt. Was willst du das eine? Teil veräußern, oder wie? Was von JD? Unser Alter, den kennst 8R, du nicht. 8R, oder was war das? Ja. Ein 8R? Ja. Willst du den Holzhacker da veräußern? Ja, warum? Ja, kann ich auch machen. Ey, ich will, weiß ja noch nicht, was er wert ist. Ich will erstmal wissen, was er wert ist. Ja, das sage ich dir. Willst du ihn reinfahren? Oder soll ich machen? Boris, geh mal an die Seite. Hm. Ja. Am besten sicherheitshalber Auto. So, ja. So, guck mal. 52.765 Euro. Wie viel? 52.765 Euro. 52.700. Ein bisschen mehr. Also paar Zerquetschen noch. Wer kommt denn da? Oh. Aber ich hatte schon wieder wirklich Augenkrebs, ey. Dass der Motor noch nicht geschmolzen ist, das ist ja auch noch alles. Hallo! Mahlzeit! Jo, wie geht's? Ja, alles gut, da ist das Ding. Ja. Sag mir mal, was du dafür noch zahlst. Warte. 52.704. So viel zahlst du mir dafür, oder was? Ja. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr drin. Also dann, sorry, dann verklagt mich der Exporthändler. Also. Nee, der Export gibt nicht mehr. Ach nee, ja, jetzt ist er gerade gestiegen auf 52.730. Das ändert sich irgendwie minütlich. 26 Pfennig, oder was? Es sind 52, ja, jetzt ist er wieder im Fall auf 52.724 Euro. Also umso länger du wartest, umso weniger Geld wird's werden. Ja. Aber ich bin jetzt raus, der andere Händler ist ja da. Jo, bis dann mal, Neumi. Ja, jo. 52.716. Sie können auch gerne mal ans, mit hier, mit als Diagnosegerät kommen, also habe ich gar kein Problem mit. Also ob das nur bei mir so spinnt, aber... Bei mir geht's irgendwie sekündlich runter. Bei mir ist hochgegangen. Also bei mir geht's die ganze Zeit runter. Ach, jetzt ist es wieder hochgegangen. Ja, sehen Sie mal. Eine komische Börse hier. Jetzt fällt's. Muss kurz telefonieren. Okay. Ja. Jo, du, wie schaut's jetzt aus mit dem Hacker? Ich muss Bescheid wissen. Nee. Wie, nee? Nee. Oh, Mensch. Steigst du mit einem Viertel ein? Nee. Alter, ist der gerade mit seinem Schneidwerk an meinem Trecker hängen geblieben? Wer? Der Händler. Dem habe ich eben richtig viel Geld abgeknüpft. Oh. Okay, gut, danke erstmal. Tschüss. Jo, tschö. Sie sind am Telefon, ne? Was? Sind Sie am Telefon?
Nö, ich war gerade eben noch am Telefon. Ah, okay. Wissen Sie, das Problem ist, ich brauche Hackschnitzel. Ja. Ja, entweder behalte ich das Ding und mache meine eigenen Hackschnitzel. Ja. Was mir aber viel zu viel Aufwand ist. Oder es findet sich ein Käufer für den Hacker. Aber das, ja. Ich weiß ja nicht, wie es aus. Vielleicht der. Also, ich. Razex weiß ich nicht, wie viel der zu tun hat, aber hier wie. Der. Schafbauer. Vielleicht der? Keine Ahnung. Ist halt bei dem auch nicht um die Ecke. Nee, aber wenn. Stimmt auch. Ja, ich überlege mir das nochmal. Ich nehme den jetzt nochmal mit. Okay. Oder kann ich den bei Ihnen stehen lassen? Ich stelle ihn bei mir hinten hin. Jo, okay. Danke, tschö. Jo, ciao. Also, ich könnte mir natürlich locker den Holzhacker im Moment kaufen. Das wäre alles kein Thema. Aber dann habe ich noch mehr zu tun. Und das will ich eigentlich vermeiden. Also ich bin ja so schon hart an der Grenze, sage ich jetzt mal. Volker Baruna, hallo? Moin Volker, Diesel hier. Jo. Ich wollte dir einen kleinen Zwischenstand der Schweine geben. Jo. In 7 Stunden und 15 Minuten kommt Nachwuchs. Na, das ist doch schön. Ja, dann hat sich das auch schon mal gelohnt. Ja, den geht's auch mega prächtig. Ja, hoffentlich fütterst du gut. Ja, das Einzige, was mir jetzt nur noch fehlt, was ich bei der nächsten Runde ansehe, ist Mais. Und halt die Wurzelfrüchte wie Kartoffeln, Zuckerrüben oder Karotten, aber der Rest ist voll. Karotten habe ich gerade angesät. Könnte ich dir nächstes Mal so, keine Ahnung, je nachdem wie viel rauskommt, ein paar tausend Liter schenken. Ja. Dann läuft es auch. Ja. Wäre zum Beispiel ein Fort. Ja. Jo, wie viel hast denn du zu tun? Ich wollte jetzt noch eben schnell über meine zwei Flächen düngen. Ich meine so generell. So gerade nichts wirklich. Nicht viel so gesehen. Ich bin jetzt gerade dabei, das Schweinegehege sauber zu halten. Hab jetzt auch. Ich habe ein kleines Zeitproblem. Ja. Und zwar. Sehe ich da richtig? Ist es ein lilaner LKW? Ist es lila, blau oder schwarz? Bei wem? Beim LU oder wo? Ja. Ich glaube, der ist schwarz. Das sieht bei mir nach lila aus. Naja, also, ich habe ein kleines Zeitproblem. Und zwar komme ich nicht so recht hinterher mit den Hackschnitzel. Ja. Und wäre eigentlich daran interessiert, Hackschnitzel zuzukaufen, aber es gibt noch niemand, der die Produktion kaufen will. Ich kann es mir rein zeittechnisch gar nicht leisten. Deshalb dachte ich, vielleicht hast du ja da Interesse dran. Ja, so rein theoretisch ja. Aber? Ja, komm, machen wir zusammen. Also, mach ich. Ich weiß ja nicht, ich will dich ja nicht in Ruin treiben. Nee, nur ich muss ja jetzt auch gerade mal wieder wirtschaften, da ich jetzt die letzten paar Wochen erstmal ein paar Ausgaben hatte. Also ich habe mal kalkuliert, ich habe so im Monat oder in der Woche in der Woche ungefähr 70 bis 80.000 Liter Hackschnitzel, die ich brauche. Ja. Je nachdem. Mal mehr, mal weniger. Ja. In der Planung war mit Racex, dass ich 100 Euro pro 1.000 Liter zahlen würde. Jo. Ich würde die meistens auch bei dir abholen. Ja. Ja,
Und die Bäume, die würde ich dann bei dir abholen kommen. Nee, darum müsstest du dich selber kümmern. Ja, sagte ich ja, die will, ja, also. Also müsstest halt gucken, wo du die herkriegst. Ja. Aber Wald ist ja in der Umgebung. Wollte ich gerade sagen. Na, dafür erstmal gerade das Geld auftreiben bei knappen 14.000 auf dem Konto. Da ich Zeitdruck habe, könnte ich dir zumindest 15, warte mal, kostet glaube ich so ein Brutto um die 70.000. Glaube ich auch, oder? Kann man überschlagen. Ja. Könnte ich dir auch vorschießen. Ja. Also je nachdem, wenn du... Ich weiß ja nicht, wie deine finanzielle Situation aussieht. Ja, ich stecke ganz schön in der Schulden bei der Bank. Ach so. Okay. Weil ich hatte über 1 Million Kredit. Dann ist vielleicht nicht so gut, wenn dich jetzt noch weiter verschuldest. Nee, das ist es ja. Darum bin ja gerade selber alles am Abackern, damit ich den Kredit loswerde. Mhm. Weil meine nächste Investition ist jetzt eine Überlegung, mir so ein Rübenruder zu holen. Kaufen? Ja. Bist du wahnsinnig? Weißt du, was so ein Ding kostet? Nein, jetzt nicht so ein Fahrband, sondern zum Ziehen. Ach, sowas gibt's auch? Sowas gibt es auch. Ja. Unter Rübentechnik im Katalog, ja. Würde mich insgesamt 120.000 so kosten, aber kommt ja noch Steuern und sowas vom Händler bei. Welchen meinst denn du? Unter Werkzeuge, Rübentechnik, die vorderste, die Grimm. Die Grimm, die Rooster? Ja. Du weißt schon, dass sie nur für Zuckerrüben ist. Ja. Und das passt bei dir? Ja. Ah, okay. Ja, dann passt das. Okay. Ja, okay. Nee, dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie... Vielleicht muss ich doch meinen Hacker noch behalten und dann... Alter, was die hier im Zeug stehen haben. Okay, gut, dann danke ich dir erstmal. Gerne doch. Tschö. Tschö. So, liebe Leute. Ich komme irgendwie nicht an Hackschnitzel ran. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielleicht ergibt sich ja doch noch was. Oder ich muss eben selber erstmal Hackschnitzel machen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Tschüss.